So, das hier ist der Zwischenstand. 4.883 Punkte. Insgesamt 240 Rennen gefahren. Davon war ich 110 Mal auf der 1, 41 Mal auf der 2 und 29 Mal auf der 3. Was bedeutet, dass ich 60 Mal leider nicht auf dem Treppchen gelandet bin. Aber ansonsten bin ich noch ganz zufrieden mit der Statistik und dann würde ich sagen, schauen wir mal, wie es weitergeht. Neue Kombo ist auch am Start. Ich fahre jetzt den Knochen trocken mit Pünktchenkart, kleinen Reifen und Highwheel-Gleiter. Kleine Reifen in Türkis, weil die noch ein bisschen besser passen. Und ja, warum habe ich die Kombo geändert? Vor allem aus dem Grund, dass ich jetzt punktemäßig so am Start bin. Das hier fängt ja wieder gut an, dass ich punktemäßig jetzt so am Start bin, dass ich eben auch öfter in 200 CCM reinkomme und da komme ich mit einer schnellen Combo, wie wir die davor hatten mit Knochenbowser, nicht unbedingt gut um die Kurven. Deswegen jetzt hier mit dem Pünktchenkart am Start und das klappt auch ganz gut in 150 CCM und ja, damit auch in 100. Jedenfalls bin ich bisher sehr, sehr zufrieden mit dieser Combo und werde die wohl jetzt erstmal noch ein wenig fahren. Und es kommt Varius Goldmine leider in 100 CCM jetzt, aber okay. So, einige jetzt hier mit über 4000 Punkten am Start, aber auch einige um die 1000 rum. Schauen wir einfach mal. Das ist auch wieder tatsächlich mein erstes Rennen seit einer Weile. Aber das sollte kein Problem sein. Es reicht nicht hier in diesem langsamen 100 CCM. Und da das Item noch auf 2 bekommen, trotzdem nur ein einzelner Roter drin, der direkt wieder weg ist. Irgendwo nach hinten wurde der da abgegeben. Verkehrt ist das nicht. Jetzt haben wir hier das Doppelte. Eine Münze mit einer Bombe. Vielleicht. Ja, der Rote kam auf jeden Fall nicht zu uns. Ich denke mal, die Bombe hat ihn gestoppt. Und da fahren wir erstmal munter auf 1 vorne weg. Und das wäre doch schön, wenn es so bleibt. Ups. Hier vielleicht mal die Banane legen. Sollte ein ganz böser Spot sein. Problem ist, dass wir jetzt nur eine Münze gezogen haben. Und das ist echt ärgerlich an diesen Münzen. Ja, ich habe gerade mal auf der Karte gecheckt. Der eine mit der Brille war ziemlich merkwürdig, da kommt der blaue, stehen bleiben kann ich jetzt schlecht. Ja, ich habe keine Option außer den einfach zu fressen, aber der Vorsprung hat schon mal gereicht fürs Erste. Ja, also Problem an den Münzen ist natürlich, dass man ja, auf die Gefahr läuft, wenn man seine Banane wegschmeißt, dass man dann sich nicht mehr vor Roten schützen kann, zum Beispiel, was nicht cool ist. Und die Banane hier ist verschwunden. Sehr wahrscheinlich ist jemand da reingefahren. Sieht noch alles ganz gut aus, würde ich mal behaupten. Da kommt auch mal ein Roter. Zum Glück die Banane am Start gehabt, aber natürlich muss noch ein zweiter kommen. Ja, Abstand reicht trotzdem noch locker. Und jetzt auch noch die Hupe gezogen. Zum Glück. Also Blitz war auch schon da. Wenn jetzt. Ja, ich muss die für den Roten erstmal verwenden. Wollte sagen, wenn jetzt noch ein Blauer kommt, hätte ich natürlich die Hupe dafür am Start gehabt. Aber den Roten will ich dann natürlich auch nicht fressen. Und da habe ich wohl einen Pilz irgendwie mitgenommen. Den hinter uns noch mit der Bombe erwischt. Und das war's. Damit sind wir locker auf 1 gelandet. Immer gut den Vorsprung so gehalten, dass uns ja, keine einfachen Item-Kombos da vom ersten Platz holen konnten. Eine größere
Combo hätte uns natürlich da irgendwie drücken können. Ab und zu war dieser Mii mit der Brille schon mal hinten dran, aber alles gut gegangen. Und damit das erste Rennen gewonnen. Hier sind zwei sehr coole Strecken auf jeden Fall am Start. Dekar-Dschungel und Veda-Wipfelweg gefällt mir beides ziemlich sehr. Und keiner hat Veda-Wipfelweg gewählt. Gut, der letzte da jetzt noch. Dekar-Dschungel hier schon mal ein paar Mal am Start, aber schauen wir einfach mal. Und da kommt Tic-Tac-Trauma. Leider schon wieder 100 CCM. Also sind wir wieder was langsamer unterwegs. Und trotzdem sind wir auf dem Weg zu den 5000 Punkten. Und Tic-Tac-Trauma auf jeden Fall keine schlechte Strecke. Noch von dem Teil vom DS. Und da hätte die Schubserei fast schon gereicht, um mich runterzuhauen. Uncool. Was passiert hier? Ja. Jetzt müssen wir hier wieder rauskommen, wie wir es teilweise schon gesehen haben. Kann es passieren, dass man hier hinten einfach nicht mehr wegkommt? Wenn man hier immer wieder was frisst und ein Grüner und diese Piranha-Pflanze immerhin. Was auch immer ich mit dem Grünen da anfangen sollte. Und das war irgendwie komisch. Ich wollte eigentlich da drüber fahren, naja. Auf 6 jetzt. Und drei Grüne gezogen. Der hat allerdings die Feuerblume und schafft es irgendwie da hinter mir zu landen, um mich dann abzuschießen. Und ja, eine Banane und ein roter. So kommen wir natürlich nicht so leicht nach vorne, aber immerhin schon mal auf der 4 wieder und der kassiert jetzt auf jeden Fall was. Der war. Was? Was? Ja. Hier geht's lang. Auf der 2 irgendwie immerhin wieder und jetzt falle ich da richtig unnötig runter. Okay. Lass uns die letzte Runde auf jeden Fall nochmal zusammenreißen. Ich glaube, Erster werden wir nicht mehr, wenn ich das richtig sehe auf der Karte. Und da muss der Geist mir natürlich meine Roten ziehen. Ja, Erster werden wir nicht mehr. Oh Mann. Nicht mal ein neues Item bekommen. Aber ja, so ist das. Jetzt überholen die mich wahrscheinlich auch noch. Wieso komme ich denn da auch nicht hoch? Was bin ich Neunter? Was ein komisches Rennen irgendwie. Viele Items gefressen auf jeden Fall und Minus an Punkten gemacht. Also so kommen wir nicht zu den 5000. Naja, vielleicht jetzt mal Dekar-Dschungel. Aber so kann das eben passieren, wenn man da einmal aus diesem Itemgeschleuder nicht ordentlich rauskommt. Was haben wir teilweise gezogen? Banane und einen roten. Und ja, teilweise auch einfach kein Item bekommen und dann kann man scheinbar auch schon mal Neunter werden. So. Dann muss es das letzte Rennen jetzt hier für diese Folge machen. Wählt mal. Ja, sehr schön. Immerhin noch zweimal Dekar-Dschungel gewählt. Kann das jetzt auch bitte kommen? Vielleicht auch mal 150 CCM, wie wär's? Jawohl. Immerhin. Es ist Todshafen statt geworden, aber immerhin 150. So verkehrt ist die Strecke auch nicht.
Also dann. Ich glaube, wir können hier vorne rechts direkt drüber hüpfen mit einem Drift. Ja, fast. Ja. Und der schubst uns jetzt ins Wasser auf dem Boost-Teil. Das ist schon mal sehr cooler Start hier. Und auf 12 einen Pilz. Ah, vier Pilze haben wir jetzt. Na gut. Mit Pilzen kommt man natürlich eher nach vorne nochmal. Da sind wir schon wieder auf der 6. Vielleicht jetzt nochmal Pilze, jawohl. Können wir hier auch ein bisschen cutten. Gut, erstmal noch einen Grün fressen. So. Jetzt kann ich hier auf jeden Fall drüber. Diesmal lasse ich mich auch nicht schubsen und da sind wir auch wieder was weiter vorne, auf der 4 zumindest. Und den Bumerang will ich loswerden, glaube ich, ja. Schön geschmissen die Banane genau auf den doppelten Item-Spot da und dann war ich jetzt ein bisschen selber schuld, ehrlich gesagt. Hätte den Bumerang nicht auf den mit der Bombe machen dürfen. So kurz mal die Explosion kassiert. Und ja, jetzt muss es dann doch die letzte Runde machen. Immerhin nochmal drei Pilze gezogen. Damit können wir hier wieder drüber. Wollte das Item mitnehmen, bekomme ich nicht. Jetzt hätte ich natürlich jetzt den Cut genommen. Da fressen wir die nächste rote, auch gut. So. Komme ich jetzt nochmal nach vorne. Weitere Pilze. Alles klar. Vielleicht jetzt mal die doppelte. Das war ziemlich sehr knapp mit dem Kugelwilli da. Angetroffen, anscheinend. Da kommt nochmal ein blauer. Vielleicht bringt der ja auch nochmal was. Aber ich schätze fast nicht. Die sind alle so weit weg. Der hat auch noch den Blitz gedodged, darf jetzt auch noch an uns vorbeifliegen. Und damit nur auf der 5. Oh Mann.